Moin Leute, heute startet ja auf Netflix die neue Action-Komödie mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle, nämlich Thunder Force. Ich durfte die vorab sichten und daher gibt es eine kleine, kurze, knackige Kritik an euch. Das ist eine neue Folge Nerdcheck. Ich bin Dennis und let's go! Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was ist überhaupt Thunder Force? Natürlich ein Netflix Original und ist eine super Action Komödie, sag ich mal, mit Superhelden in der... Oh. Können wir zwei Thorsten in ihren 40ern nicht aufhalten? Was stinkt denn hier? Zu werfen! Und was sind Sie? Jetzt wollt ihr bestimmt erstmal wissen, was ist überhaupt Thunder Force? Natürlich ein Netflix Original, das läuft 1 Stunde und 47 Minuten, ist eine Action-Komödie vom Regisseur Ben Falcone, der natürlich... Den kennt man natürlich schon. Die hat schon öfters was mit Melissa McCarthy gemacht. Zum Beispiel Tammy und so weiter, voll abgefahren. Und so andere Sachen. Also könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung das wahrscheinlich gehen wird, oder? Ja, auf jeden Fall ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Vielleicht nicht so ganz so viel in dieser Action-Komödie, aber ich komme gleich da später zu. So ist es wirklich. Die Story grob gesagt, es dreht sich einfach um Superschurken, die da existieren. Die sind irgendwann in den 80ern irgendwie gekommen. Leute haben dann diese Kräfte bekommen und es gibt aber keine Superhelden. Und sprich, die Eltern von Emily wurden dann halt umgebracht. Und sie hat sich dann als in den Kopf gesetzt, als Forscherin, dann irgendwann so ein Serum zu erstellen, dass sie dann eine Superheldin wird. Dann könnt ihr euch vorstellen, was dann so ein bisschen passiert. Und es dreht sich halt um Emily, die wird gespielt von Octavia Spencer und natürlich auch Lydia, die wird gespielt von Melissa McCarthy. Beide machen eigentlich soweit einen ganz guten, soliden Job als Schauspielerin, aber das gefiel mir teilweise von Octavia Spencer nicht so gut. Ich fand sie sehr trocken und ja, das war dann nicht so das Genialste bei diesem Streifen. Melissa McCarthy fand ich in Ordnung, aber ganz ehrlich, sie kann auch andere Rollen und ich finde, sie hat immer das gleiche Muster. Immer dieses Lustige und man hat es irgendwann so ein bisschen satt gesehen, muss ich da so ein bisschen sagen. Wenn ich natürlich jetzt so ein bisschen Kontraseite erstmal anfange, dann bin ich natürlich auch bei der Story-Seite. Die ist natürlich jetzt nicht so mega ausgefeilt, aber ich finde, die hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn sie aber auch manchmal sehr schräg ist, aber wirklich sehr schräg. Also man kennt es ja aus dem letzten Film von Ben Falcone. Mega schräg. Ich sag nur die Krabbe. Naja, aber wir wollen aber was Gutes dran haben. Der Film ist wirklich mit seinen 1 Stunde 47 Minuten unterhaltsam. Ich habe keine Länge irgendwie wahrgenommen. Das Pacing fand ich ganz gut. Die CGI-Effekte konnten sich eigentlich auch soweit sehen lassen. Und ja, der Humor ist da. Ich habe auch schon mal gelacht, so ist es nicht. Also ihr merkt schon, das ist so ein Mittelding. So ein mittelmäßiger Streifen, den man sich reinziehen kann, auf jeden Fall mit ein paar Kumpels. Und das ist einfach auch so einer. Ich kann sogar schön sagen, wie man es heutzutage sagt, das ist einfach ein Superheldenstreifen, ein bisschen auf Wish bestellt. Also so kommt mir das ein bisschen vor. Die Idee ist jetzt eigentlich gar nicht blöd. Sowas gab es natürlich schon mal mit Kick-Ass und so weiter, aber natürlich ein bisschen zu viel Blödeleien. Da wäre schon was Cooleres drin gewesen, sage ich mal so, aber es geht in Ordnung. Ihr merkt schon, wo jetzt, was ich jetzt sagen würde als Fazit. Also Thunder Force ist wirklich, sag ich mal, unterhaltsamer Streifen, der aber natürlich nicht mit dem Schauspiel oder mit der Story glänzen kann. Trotzdem hat der ganz gute Effekte, ist humorvoll und ist auf jeden Fall was für einen netten Abend. Dieser startet nämlich heute und ja, ihr könnt euch den gerne auf jeden Fall auf Netflix reinziehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Film schauen. Was sagt ihr zu dem Film? Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Ich würde sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und bam!